was bisher geschah in Far Cry Primal. Uta, Takar, Schwadam, Quarbeti, Charda, Isila, Skaida, Nursh, Isila, Sushelheim, Bewinja, Lausha. Maluaish, Takar, Supima, Baya, Madi. Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Man mag es gar nicht glauben. Ja, ich bin wieder da. Hier bei Far Cry Primal. Oh mein Gott. Es kommt vor, als wäre es eine halbe Ewigkeit gewesen. Ja, ich bin wieder in einer neuen Aufnahmesession und ich nehme euch wieder fleißig mit. Ich weiß gar nicht, wo wir gewesen sind, was wir vorhatten. Da hinten sehe ich einen Wegpunkt. Ich schaue mal eben auf die Karte. Rede mit Roshani. Okay, Roshani. Dann werden wir mal mit dem reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas raus. Hier wird fleißig Musik gespielt. Ich muss sagen, ich bin momentan ein wenig, wie soll ich sagen? Ein wenig raus aus Far Cry, weil ich jetzt eine längere Aufnahmepause mal wieder hatte und so. Und das liegt aber daran, weil ich, es sind 3 Let's Plays am Laufen und das ist schon echt viel für mich. Also es läuft ja Adam's Venture und Doom und dann noch Far Cry Primal und, ich muss mir das irgendwie einteilen. Ich komme irgendwie überhaupt nicht hinterher mit den Aufnahmen und alles. Und es tut mir sehr leid, weil ich auch Far Cry unbedingt weiterspielen will. Und ja, jetzt komme ich endlich dazu und jetzt nehme ich natürlich auch erstmal richtig ordentlich auf. So. Hallo. Und jetzt? Okay, angeblich hilft er uns ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Wir können denn jetzt auch eine Hütte... dann machen wir das doch mal. Wir bauen mal eine Hütte. Also gehört er jetzt auch zu uns. Wunderbar. Jawohl. So. Roshanis Hütte verbessert. Dann gucken wir doch mal, was für eine Mission er für uns hat. Und schauen mal. Proberte, Sahina Charge. Proberte. Susselhain, Winja Guanars. Usigi, Quadiswada. Suchli. Sashwa. Mashajra Su. Winja Hasar Suchli Smaya da. Uhai Takar. Aish Winja Salwata. Sushalain ha nama. Aish Musa Paluhu Izila Warista Dacha. So, Blutopfer. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Dann schauen wir doch mal. So. Und meine Güte, wir haben noch so viel zu tun. Das ist, guck mal, da ist die Mission.
Gut, dann werden wir mal, ich denke mal, dahin gehen, dahin reisen. Ich werde mal, wo reisen wir? Reisen wir mal hier hin, Schnellreise. Jo. Ja, viele haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich Let's Play natürlich nicht Fallout, sondern streame das nur. Denn Fallout ist ja, Fallout ist ja echt ein riesen Game. Und das ist ja noch größer wie Far Cry. Und, ja. Ich glaube, wenn ich Fallout Let's Playen würde, ich glaube, das wird mein... Ja, meine Zeit zu sehr beanspruchen. Insofern, dass ich einfach, ich habe einfach die Zeit halt nicht dafür. Zumindest momentan. Und, guck mal an. Südstein nehmen wir mit. Wenn wir schon einmal hier sind. So. Lalalalalala. Und dann gucken wir mal. Das war jetzt ein paar. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir sind, auch missionstechnisch und storytechnisch und hast du nicht gesehen. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. Und ich hatte euch ja gefragt, wie das aussieht, was ihr davon haltet. Sollen wir die Karte komplett clearen oder sollen wir. Oder sollen wir die Story dann einfach jetzt nur komplett durchspielen im Let's Play? Ich bin da noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das Ganze handhabe. Da müssen, glaube ich, da. Blutopfer! Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich werde mal auf den Bogen und den Speer wechseln, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, was uns jetzt erwartet. Bis jetzt stand ja noch nichts. Wie war nochmal heilen? Achso, Dreieck, okay. Guck mal, jetzt noch ein bisschen Süd. Südahorn nehmen wir noch mit. Wie schick. Alter Schwede. Blajimansteine. Das sind Gegner. Finde die Ilzila. Was? Priesterin. Achso, die Priesterin. Und töte sie, bevor sie den Venya opfert. Warte mal eben. Wenn wir schon einmal hier sind, können wir ja natürlich auch. Okay, da liegt der Venya drauf. Was ist das denn da? Kann ich das. Ah, da rufen die Hilfe, okay. Das heißt, hinter mir ist auch einer. Alter, wie viele kommen denn da? Hilfe, oh Gott, ich stehe vollkommen falsch. Geh weg, lass mich. Nein, die Priesterin ist eingetroffen. Kann ich ihn. Hilfe! Survival! Gescheiter, Venya wurde geopfert. Toll, super. Ja, ist ja nicht schlimm. Können wir einfach nochmal machen? Und ich stand ein bisschen blöd. Ich wusste nicht, dass da noch mehr kommen. Wie dumm. Okay, das heißt also, ich sollte vielleicht mir einen besseren Platz suchen. Zeig mir den Platz. Vielleicht hier oben hochklettern. Hör mal die Eule rufen. Na, vielleicht von da oben wäre natürlich ideal. Ja, das ist wahrscheinlich zu weit weg für die Eule, ne? Wo ich mein Glück kenne. Na, markierst du noch die anderen, die da sind? Da liegt kein Venya. Also opfern die auch keinen, also muss ich auch nicht hier hin. Den wird keiner vermissen, glaube ich, wenn der da liegt. So, das heißt also, ich werde jetzt hier rumgehen und dann mal schauen, dass wir
vielleicht irgendwie hier rumkommen. Höhe. Wenn ich einen Weg dahin finde. Ohne, dass ich jetzt zu weit weg bin von der Mission natürlich. Ich hoffe natürlich. Ich bin sofort wieder bei der Mission. Kleinen Moment. Ja, ja, ja. Ich muss irgendwie darauf kommen. Komme ich irgendwie hier... Kann ich irgendwie hier hochklettern mit dem Enterhaken oder sonst irgendwie? Oder... Ach, guck mal, nehme ich mit. Oder ist das schon hier die in der Nähe, wo wir hochgehen können? Ah, guck mal an. Ah, die anderen kommen auch schon, ne, oder? Kann das sein? Also ich höre sie schon. Ach, das ist die Dings. Kann ich die mit der Eule angreifen? Entschuldigung. Kann ich die mit der Eule angreifen? Geht das? Das geht. Ah, okay. Yeah, Survival! Okay, die Priesterin haben wir erledigt. Das heißt also, jetzt müssen wir nur noch alle Izila töten. Oder alle Izila. Okay, die brauchen... Uah! Woher wusste er denn, dass wir hier oben sind? Oder warum kommt er hier oben suchen? Ich verstehe es nicht. Hm. Ist eher ein neugieriger Kerl anscheinend. Natürlich meinen Pfeil wieder mitnehmen. Okay, den treffe ich von hier aus nicht. Ist nicht schlimm. Aber der steht nämlich schön alleine. Das heißt, wir können ihn eigentlich von hier aus... Können wir den erledigen. Ah, da steht noch jemand. Da hinten. Wo ist der andere? Ah, hier. Hallo? Hallo, bist du? Na, bist du? Okay, warte. Machen wir einfach so. Ciao. Okay, der ist noch zu weit weg. Uah, was? Uah. Wer hätte mich denn da beinahe gesehen? Okay, die beten gerade. Versuche mal hier an dem Stein zu bleiben. Aber ich treffe den nicht, weil der so doof steht. Vielleicht jetzt von hier aus. Schauen wir mal. Okay. Der ist auch weg. Sehr schön. Oh, Mist. Da war noch jemand gewesen, glaube ich. Ah, ja. Na. Mann. Was? Woher wissen die, wo ich bin? Ich stand im Busch. Ich stand im Busch. Wollen die mich verarschen? Ich stand im Busch. Die Priesterin ist eingetroffen. Natürlich. Jetzt auf einmal kommt wieder eine Priesterin. Willst du mich verarschen? Aua. Jetzt ist keine Priesterin mehr eingetroffen. So. Survival. 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 Survivaln, 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 Survivaln. So, ich stech dich ab, ich stech dich ab, ich stech dich ab. Aua, lass das, hör auf damit. So, weg mit dir. So, wo ist der nächste Kandidat? Befrei den Venya, ja gleich. Na, komm her, bleib doch. Ich muss dich einmal pieksen. Mit dem Zahnstocher, mit dem großen, mit dem überdimensionalen Zahnstocher. So. So, ciao. Alter Schwede, hua. Jawohl. Blutopfer abgeschlossen. Okay, jetzt kommen also, wenn Hilfe gerufen wird, kam also eine weitere Priesterin. So, sehr schön. Haben wir das auch? Haben wir die Mission abgeschlossen? Kann ich jetzt nochmal hier, wo waren die denn jetzt? Hier lag einer, ne? Kann ich ihn nochmal abfarmen, was der da also bei sich hat? Ja, Fleisch. Heilen brauchen wir uns nicht. Vielleicht kriegen wir nochmal unseren Speer wieder oder so. Feuerstein. Fred. Den Fred haben wir auch wieder. So.
hier auch nochmal mitnehmen. Sehr schön. Aber wie cool das hier aussieht, wie bei Stonehenge. Mega. So, und ich glaube, wir werden heute mal hier, werden wir, glaube ich, mal in diese Richtung gehen. Ich möchte diese Mission mal machen, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich diese Mission nicht schaffen werde. Dann können wir aber, kleinen Moment bitte. So kurz abhusten. Dann werden wir definitiv diese Mission machen. Wir müssen auch hier oben die Außenposten noch befreien. Vielleicht reise ich auch hier hin, mache diesen Außenposten und gehe dann in diese Richtung. Ich glaube, das machen wir auch als erstes. Ich mache dort mal eine schnelle Reise hin. Ins Schneegebiet geht's jetzt mal wieder. Mein Gott, und ich freue mich so, dass wir wieder Far Cry spielen. Das ist so geil. Cool. So. Da wären wir auch schon. Es ist arschkalt. Wenn ich das mal so sagen darf. Da unten ist eine Nebenmission. Ich suche aber jetzt gerade mal... Achso, ich hatte den Wegpunkt ja auf die Dings gemacht, auf den Typen. Deswegen mache ich mal den Wegpunkt hier oben hin. Das heißt, wir müssen dahin. Okay. 19 Pfeile. Wir könnten eigentlich noch mal ein paar Pfeile herstellen. Und ich muss zusehen, dass ich gleich auch mal ein bisschen wieder den Bienenstock benutze. Und wir haben keine Speere mehr, fällt mir auf. Das heißt, wir können auch nochmal ein paar Speere herstellen. Sehr schön. Die Speere sind echt gut. Also die sind auch direkt in Instant. Bleib stehen. Es tut mir leid, aber ich brauche ein paar Federn. Ich weiß nicht wofür, aber ich nehme ein paar Federn und Fleisch mit. Tasche voll, du kannst nichts nehmen. Ah ja. Die werde ich mal ganz eiskalt umgehen. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Da ist schon wieder ein Jack am rumlaufen. Müssen wir gleich tatsächlich noch was zu trinken nehmen. Und ganze Zeit am Räuspern. Müssen wir gleich noch mal einen Kaffee holen. Es ist früher morgen. Wenn ich euch sage, wie spät es ist, dann denkt ihr auch, der hat doch voll einen an der Pfanne. Aber na, ich konnte eh nicht schlafen oder beziehungsweise bin relativ früh wach geworden und dachte mir, weißt du was, komm. Wir haben es, ja, 5:30 Uhr morgens. Und mein Gott, jetzt habe ich genügend Zeit aufzunehmen. Okay, der jagt den, da kann ich jetzt hier schön wegbleiben. Wir müssen ja echt aufpassen. Da war auch schon wieder irgendjemand, der uns gesehen hat. Oder könnte uns sehen. So. Was ist das denn hier?